Open Source in Deutschland ist ein leidiges Thema. Trotz vielen Kampagnen, wie auch der Kampagne Public Money, Public Code von der FSFE, sieht es in Deutschland bei öffentlichen IT-Projekten mit Open Source eher ziemlich schlecht aus. Oder etwa nicht? Thomas Dricke wird uns im nächsten Vortrag erzählen, wo bei den in letzter Zeit in Deutschland bei Open Source bei IT-Projekten Open Source zum Einsatz kam und was das für die Zukunft von Open Source in Deutschland bedeutet. Thomas, wir freuen uns, dich heute hier zu haben. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Wir hatten ein paar kleinere Schwierigkeiten, aber jetzt geht's los. Ich fange einfach mal an. Ein Disclaimer. Ich erkläre nicht, was Free- und Open-Source-Software ist. Ich verdiene mein Geld damit, im Wesentlichen mit Containern und Kubernetes. Deswegen nehmt das bitte, guckt da genauer nach, wenn ich darüber was erzähle. Ich mache Security in kritischen Umgebungen, also im Wesentlichen im Moment Energie und Gesundheit. Ich mache nichts mit Militär, nichts mit Automobilen und nichts mit Banken. Ich bin freiberuflich, habe allerdings eine Firma gegründet, wo ich jetzt nur noch im Aufsichtsrat bin. Alle Aktivitäten hier sind unbezahlt. Ich bin kein Mitglied einer Partei. Und alles, was ich jetzt über Parteien, Personen, Organisationen und Aktivitäten sage, bezieht sich im Wesentlichen auf den Einsatz von Software. Ich werde hier die Methode der immanenten Kritik verwenden. Das heißt, ich werde wirtschaftliche Argumentationen mit wirtschaftlichen Argumenten bekämpfen. Das kann man auch anders machen. Aber ich versuche, innerhalb dieses Bereiches zu bleiben. Ich lese auch lieber die Datenschleuder als das Wall Street Journal. Trotzdem will ich hier die Datenschleuder nicht zitieren. Ich werde auch eine größere Regierungspartei mal loben. Aber wer sich hinterher an die vier Digitalminister erinnert, muss sich keine Sorgen machen, dass das wirklich zu viel Lob wird. Nächste, die Geschichte. 2001, wir erinnern uns, oder die Älteren unter uns erinnern sich, ich bin schon etwas länger dabei, da wurde SUSE, damals noch in dieser Schreibweise, im Bundestag vorgestellt. Ich war einer von den drei SUSE-Consultants, die involviert waren. Einer ist noch bei SUSE, ein anderer ist leider kürzlich verstorben. Und da haben wir, glaube ich, einen ziemlichen Wirbel gemacht. Und das bedeutet, wir haben im Prinzip den Bundestag mehr oder weniger für SUSE geöffnet. Es ging dann hinterher auf die Serverseite. IBM hat das größere Geschäft gemacht. Wir haben dann im Prinzip die Server im Bundestag auf SUSE umgestellt. Kurz danach kam 11. September eine größere Krise. Blase ist geplatzt. Novell wurde aktiv, hat SUSE gekauft mit teilweise IBM-Geld. Und das Ganze blieb also dann längere Zeit auch im Ansatz stecken. Nicht öffentlich ist, dass wir eigentlich von einem Lobbyisten der Regierungspartei, der heutigen Regierungspartei, gestoppt worden sind. Mitglied des Bundestages, Parlamentsmitglied, Staatssekretär, Atlantikbrücke, was man also so alles hat als Lobbyist. Der macht heute weiter Lobbying für die Auto- und die für Verteidigungsindustrie, gegen Umweltschutz und so weiter. Und ist glorreich gescheitert damit, die Bürokratie abzuwickeln. Nächste Folie, was passierte außerhalb des Public Sectors, das wissen wir alle. Chaos Computer Club ist ein großer Treiber von Open Source. Es gab die Wizard of Oz Konferenz 1999 bis 2006, Linux Tag, Chemnitzer Linux Tage, in Belgien die FOSDEM ist gekommen. Und dann 2006 wurde das Ganze eher groß, weil Amazon anfing mit dem Cloud-Business und wir sind nicht wirklich, das ist nicht wirklich unbekannt, das ist im Wesentlichen Open Source in einer Cloud verpackt. Die Startups in Berlin haben 2008 spätestens auch angefangen, im größeren Stil Open Source zu verwenden, zum Beispiel Immobilien Scout. Ich war damals auch bei einer Agilisierung dabei. Das könnt ihr alles nachlesen. Die Links auf den PDF sind gelb, also das ist alles noch belegt. Um das Ganze zu verstehen, brauchen wir so ein bisschen Küchenkapitalismus, also wie versteht man eine Ökonomie?
Seit Marx-Zeiten haben wir Kapitalakkumulation identifiziert. Hauptmotiv, was immer wieder passiert, ist, dass die Profite privatisiert werden und die Verluste sozialisiert. Das ist ganz normal, das ist halt Lobbying. Politics of Interest, also Interessenpolitik, hat zu meinem Entsetzen keine englische Interessen mehr. Interest ist ein ökonomischer Begriff. Also man kann eigentlich nur noch in Englischen über ökonomisches Interesse reden. Das ist also Lobbyismus. Wirtschaftspolitik ist auch immer Psychologie. Die etwas primitiveren Instinkte werden angesprochen. Gier, aber auch Furcht, Uncertainty und Doubt. Das ist eine Strategie, die IBM angefangen und Microsoft stark weiterentwickelt hat. Es gibt immer auch kognitive Dissonanz. Es werden immer Dinge ausgeblendet, die gerade nicht passen. In der Diskussion ist immer Cherry-Picking angesagt. Man sucht sich also immer nur die Argumente raus, die für einen sprechen und nicht das gesamte Bild. Wichtig ist auch sowas immer zu betrachten unter dem Aspekt, was wird eigentlich nicht gesagt? Welche Argumente werden überhaupt nicht gebracht oder welche Aspekte verschwinden? Das nennt sich die Dekonstruktion. Das ist von Derrida. Damit hat er argumentiert, findet man die Tabus in einer Kultur heraus, nämlich das, was nicht erwähnt wird, ist ein Tabu. Auf der nächsten Folie habe ich einfach mal ein paar Zahlen aufgelistet. Was ist Open Source businesstechnisch eigentlich im Augenblick? Die größten Aktionen, wo Open Source Firmen gekauft und verkauft sind, sind oben, also an der Spitze Red Hat gekauft von IBM, 34 Milliarden. SUSE wird, wenn man den Gerüchten glauben darf, nächstes Jahr mit 6 Milliarden an die Börse kommen. Docker hat sich dem Kauf von Microsoft widersetzt. 4 Milliarden wollten die zahlen, das hätten sie besser gemacht. Rancher ist gekauft worden von SUSE, 600 Millionen und so weiter, einige andere Sachen. JBoss, CoreOS, Ansible, Qumranet, alles von Red Hat gekauft im mehreren hundert Millionen Bereich. Das heißt, Open Source ist schon Business. In Deutschland haben wir sowas wie Open Exchange, eine nette kleine Firma aus meinem Heimatort. Abiturkollege ist da auch, hat die mitgegründet und Rafael de Laguna, den wir gleich noch weiter kennenlernen werden. Das heißt, da ist eine Firma, die tatsächlich auch in Deutschland mitmischt. Die hat im Moment 80% des E-Mail-Marktes. Wenn ihr also bei den großen E-Mail-Providern E-Mail versendet, dann ist da wahrscheinlich Open Exchange dahinter. So, das sind also Zahlen, die erstmal beeindruckend sind, aber vergleichen wir das mit den Zahlen der großen Plattformen, der großen Anbieter. Das sind Billionenwerte. Das sind also 2 Millionen Millionen, um da nicht durcheinander zu kommen. Microsoft 1,6 Billionen. Google, Facebook ist doch eher kleiner, das sind Billionenwerte. Das müssen wir uns einfach angucken. Das sind Firmen, die im Wesentlichen Open Source Software genommen haben. Sie tragen auch sehr viel bei, aber natürlich haben sie auch eine ganze Menge Geld damit verdient. Die andere Industrie zum Vergleich, Tesla ist so bei 600 Milliarden, SAP ist bei 144 Milliarden. Spotify, noch eine interessante Referenzgröße, ist auch so bei 60 Milliarden. Das müssen wir immer vergleichen mit dem Geld, was zum Beispiel in Patenten verdient wurde. Die MP3-Patente haben Fraunhofer 500 bis 1000 Millionen gebracht, also eine knappe Milliarde. Spotify ist 60 Mal so groß an der Börse. Das heißt, das ist schon ein Indiz, dass bei dem Intellectual Property auch geschäftlich eine ganze Menge fehlschlägt. Nehmen wir also Firmen, die man in Deutschland kennt, Scout24 zum Beispiel, auch sehr, also Immobilien-Scout, Autoscout, die sind so bei 6,7 Milliarden, also auch eine Größe, aber verglichen mit den Hyperscalern da oben sind wir in der Größenordnung, die Faktoren 100 und mehr kleiner ist. Zum Vergleich, was haben die privaten Haushalte in Deutschland für ein Vermögen angesammelt? Das sind bis ungefähr der Wert der Hyperscaler da oben, also 6 Billionen ist das
Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland. Das muss man immer als Relation dagegen halten. Das heißt, wir bewegen uns hier in Milliarden bis Billionen Werten, wenn wir das alles miteinander vergleichen. Auf der nächsten Folie, habe ich mal versucht darzulegen, ist das eigentlich gut oder schlecht, wenn wir hier Investments haben? Wir haben in Deutschland keine Investorenkultur. Das heißt, deutsche Start-ups werden im Wesentlichen sofort, wenn sie an die Börse gehen oder erfolgreich sind, in die USA verkauft. Das hätte auch CureVac und BioNTech getroffen. Die waren einfach nicht groß genug, um sich finanzieren zu lassen. Die mussten sich also mit Pfizer verbinden. Die haben Geld von der Bundesregierung bekommen im 100-Millionen-Bereich. CureVac wäre beinahe pleite gegangen. Das heißt, der Chef von CureVac hat diese mRNA-Methoden erfunden. Das heißt, wir haben hier keine Investitionskultur. Selbst wenn ich jetzt sage, Kapitalismus ist keine gute Idee, mir dagegen halte, wir können einfach im Moment in Deutschland nicht vernünftig steuern. Die Alternative, die man hätte, um die Hyperscaler zu kontrollieren, wäre einfach, dass man die besteuert. Das wird von den Regierungsparteien massiv zurückgeworfen. Also da kommt gar niemand wirklich in die Nähe, dass das mal realisiert wird. Das wird auch in absehbarer Zeit bei den Regierungen, die wir nächstes Jahr bekommen, wahrscheinlich nicht durchgeführt. Es gibt übrigens noch jemanden, der meinen Namen hat, das bin nicht ich, der schreibt im Spiegel und der erklärt das auch eigentlich relativ gut, warum wir eine Eigentumssteuer oder eine Erbschaftssteuer brauchen und die nicht bekommen. Wir haben jetzt tatsächlich also hier eine Lage, wo einfach schlecht investiert wird in Deutschland. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir verstaatlichen das Ganze die Pharma-Lobby wird einfach unter staatliche Kontrolle gestellt. Wir haben auch extrem schlechte Beispiele, wie der Staat in den Markt eingreift, zum Beispiel beim Straßenbau. Die meisten Leute denken RWE und das gilt auch für die Telekom und andere und die Bahn, das sind alles private Firmen. Nein, da hat der Staat einen großen Einfluss, macht aber auch nicht wirklich eine sinnvolle Steuerung. Also die Idee hinter dem Ganzen ist, wenn wir diese Hyperscaler und wenn wir diesen ganzen Markt so nicht beikommen können, müssen wir hier auch ein Investitionsprogramm aufsetzen und einfach sagen, wir nehmen das Geld, was wir eigentlich haben bei den Ersparnissen, in die Hand und investieren mal vernünftig. Also ich biete gemeinsam und wir müssen einfach mal in das Richtige investieren. Was ist das Richtige? Gucken wir uns das mal genauer an. Hier ist eine Statistik der Linux Foundation. Eigentlich haben wir 35% der Open Source Entwickler, die Linux Foundation erfasst hat, in Europa. Die Aufschlüsselung ist da genauer. Wir haben Deutschland, Frankreich, UK, nicht mehr ganz Europa. Aber wir haben auf jeden Fall mehr als in den USA. Bitkom sagt, ein Drittel des Wachstums, das wir aktuell haben, beruht auf Software. Das heißt, wir haben einen wesentlichen Anteil von Software und wir tun hier immer so, als müssen wir Open Source anpreisen, uns in den Staub werfen und um Geld bitten. Nein, wir haben in diesen Softwareprodukten 80-95% teilweise Open Source drin. Da wird ein bisschen Glue Code noch zugeschrieben, da wird nicht wirklich Großartiges gemacht, aber es wird einfach vorausgesetzt, Open Source ist da und Open Source ist Big Business. Wenn ich mir das angucke, ein Drittel des Wachstums, sagen wir mal 25% bleiben da übrig, sind auf Open Source zurückzuführen. Und wir haben eine ganze Reihe von Entwicklern hier. Also es gibt keinen Grund, sich da irgendwie zu verstecken und klein zu machen. Ich hatte Open Exchange erwähnt. Der ehemalige CEO von Open Exchange 2001 bis 2004 hat der SUSE saniert, ist jetzt Chef der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Also sie versuchen das Wort Disruption zu vermeiden, weil das irgendwie negativ ist. Die Bundesagentur für Sprunginnovationen soll also jetzt diese ganze Maschine ans Laufen bringen und mit ist finanziell gut ausgestattet. Und soll an dieser Stelle einfach dafür sorgen, dass Investitionen
anlaufen und dass sie auch jetzt durchgeführt werden. Raphael ist Pazifist und als Chef von Open Exchange hat er es tatsächlich geschafft, auch wirtschaftlich relevant wahrgenommen zu werden. Das Ergebnis war dann etwas, das uns, glaube ich, alle überrascht hat. 2019, das ist jetzt etwas, Challenge your, also wir müssen unsere Vorurteile etwas überdenken. Wir haben da Open Source, eine Open Source Rede von ihm auf dem CDU-Parteitag gehabt. Also der, wenn sich das angucken will, was er da sagt, die Links sind im Netz. Und man sieht ja auch, wie das Ganze auf dem CDU-Parteitag dargestellt wird. Das ist nämlich jetzt unser digitales Wirtschaftswunder. Das ist also auch ein Framing, was jetzt positiv gemacht wird. Das heißt, wir sehen gerade einen großen Schwenk der Regierungsparteien und auch aller anderen Parteien in Richtung Open Source. Gucken wir uns das mal etwas kritischer an. Ich hoffe, Raphael verzeiht mir das. Das politische Interesse, also das ist jetzt die Folie mit den Values, das politische Interesse wird immer als Wert dargestellt. Unsere Wirtschaftsinteressen. Für die Jüngeren unter uns, das mit dem Wirtschaftswunder ist übrigens ein Märchen, was gerne erzählt wird, weil nach einem verlorenen Krieg, wenn man die Industrie wieder in Schwung bringt, ist ein wirtschaftlicher Aufschwung gar nicht zu vermeiden gewesen. Das war in anderen europäischen Städten auch so. Es gibt nichts, womit man in Deutschland etwas Besonderes da gemacht hat. Es wird immer so getan, als wäre das Wirtschaftswunder auf die damaligen Regierungen zurückzuführen. Das ist einfach nur eine gute Geschichte, die so verteilt wird. Wir haben immer noch die Möglichkeit, Kapitalismus ist im Grundgesetz nicht als Wirtschaftsform festgeschrieben. Wir haben immer noch die Möglichkeit, die Hyperscaler oder die Reichen zu besteuern. Werte an der Stelle sind immer mit Vorsicht zu genießen. Verwechselt das nicht mit der Werteunion, die hijacken gerade auch diesen Begriff. Das ist also durchaus etwas, was man an der Stelle kritisch sehen muss. Wenn ich Werte verkaufen will, dann sage ich nicht, also die Berufserben in Deutschland sagen nicht, ich bin Erbe, ich möchte, dass mein Vermögen nicht eingeschränkt wird. Nein, die sagen, ich bin Familienunternehmer, ich möchte weiter am Wirtschaftswunder arbeiten. Das hier steht so im sinngemäß, unten ist es verlinkt in der Fußnote, im Positionspapier Datensouveränität der Familienunternehmer. Nicht verwechseln mit der Stiftung Familienunternehmer. Das eine sind die Millionäre, das andere sind die Milliardäre. Wenn ihr euch mal anguckt, was in Deutschland als Familienunternehmer bezeichnet wird, dann ist es ganz klar, warum da auch immer die Regierungsparteien sehr drauf hört, weil die sind einfach auch wirtschaftlich sehr mächtig. Die nächste Folie ist jetzt, was ist so im letzten Jahr alles passiert und was könnte die Bundesregierung dazu motiviert haben, jetzt wirklich Open Source voranzutreiben. Hier ist einfach eine Liste an Ereignissen, die wir hatten vom Iran-Boykott Nord Stream, wo wir auf einmal beinahe einen amerikanischen Boykott erlebt haben. Die Spannungen zwischen USA und China, die Huawei-Geschichten. Die Deutschen haben mehr Angst vor Trump als dem Coronavirus. Das ist aber noch nicht vorbei, aber wir haben noch 3 Wochen, wo wir den aushalten müssen. Wir können dem Datenschutz in den USA nicht trauen. Wir haben das Schrems II-Urteil gehabt. Wir haben überall Datenschutzverletzungen. Amazon verstößt massiv gegen Antitrust-Geschichten. Wir haben den Cloud Act. Intern, also von Quellen, die nicht öffentlich sind, erfährt man, dass das Bundeswirtschaftsministerium Angst hatte, dass wir auch einen Cloud-Boykott bekommen. Das heißt, dass wir die amerikanischen Clouds nicht mehr benutzen dürfen, womit eigentlich sehr innovative Teile der Wirtschaft auch sofort stillgestanden hätten. Schließlich kommt noch diese ganze Sache mit der Office 365-Migration, wo alle gezwungen werden, in die Richtung der Cloud zu gehen. Also Microsoft ist da sehr aktiv und will einfach Office nur noch in der Cloud anbieten in Zukunft. Das kann man, das muss man dann natürlich bewerten.
Nächste Folie. Ja, worum geht es eigentlich? Es geht auch um Daten. Das ist seit 2014. Damals war Oettinger noch für diese Sachen zuständig, Wirtschaftskommissar der EU, glaube ich. Da wurde der Begriff geprägt, Daten sind das neue Öl oder Digital and Data is the new oil. Ne? Das ist also tatsächlich dann etwas, worauf wir auch aufpassen müssen, dass es nicht mehr nur um Software geht, es geht auch um Daten. Oettinger inzwischen verteidigt, macht er Tätigkeiten vor Orban, hat ein Dutzend neue Jobs, ist also wieder in die Wirtschaft gewechselt und an der Stelle hat er versucht, auch diesen Lobbyismus aufzumachen. Wir müssen uns das mal angucken. Nächste Folie mit der Artificial Intelligence. Der Deutsche Bundestag hat am 8.12. Eine Strategie künstliche Intelligenz der Bundesregierung bekommen, also als Unterrichtung durch die Bundesregierung. Da drin steht, die zivilgesellschaftliche Vernetzung, die Einbeziehung, die Entwicklung und Nutzung von gemeinwohlorientierter KI soll unterstützt werden. Das heißt, KI kann auch gemeinwohl sein. Ich bin bei KI immer sehr vorsichtig mit Kritik und Nutzen, das muss man gegeneinander abwägen, aber auch gemeinwohlorientierte KI soll unterstützt werden. Was ist gemeinwohlorientierte KI, guckt in das Papier, das müssen wir definieren. Nächste Folie, weil Data is the new oil, heißt auch, wir müssen aufpassen, dass wir keine Datenölpest bekommen. Die haben wir jetzt eigentlich schon an allen Ecken und Enden und wenn die Regierung die Zivilgesellschaft mit einbeziehen will, müssen wir aufpassen, dass das nicht einfach nur Lippenbekenntnisse sind. Das ist uns gerade eben passiert bei dem IT-Sicherheitsgesetzentwurf, als ich bin übrigens auch beteiligt in der AG Kritis, aber ich war an dieser Diskussion nicht beteiligt, jedenfalls nicht sehr intensiv. Da hat man auf einmal nur 24 Stunden Zeit zur Kommentierung gehabt. Das ist nicht wirklich die Zivilgesellschaft, die gefragt wurde. Das ist ein Alibi, das ist auch ein Feigenblatt gewesen an der Stelle. Gut, nehmen wir das Ganze wieder auf. Nächste Folie, Rolle der Hyperscaler. Die sind inzwischen sehr mächtig. Wir haben gesehen, die sind inzwischen mehr wert als die gesamte deutsche Industrie, wie die gesamten deutschen Ersparnisse. Wir haben also hier ein größeres Problem, also Industrie im Sinne von dem, was im DAX gehandelt wird. Die aggregieren Kunden- und Partnerdaten was jetzt auch sehr überraschend ist, Amazon ist sich nicht zu schade, auch kleine Partner aus dem Markt zu quetschen. Das war jetzt gerade wieder, dass irgendein kleiner Stativhersteller von Amazon praktisch ausgehöhlt wurde, weil die haben selber ihr eigenes Stativ angeboten. Wir sehen die Probleme mit dem Anzeigenplacement bei Google. Cory Doctorow hat jetzt einen sehr guten Vortrag gehalten, den habe ich leider noch nicht gesehen, aber auf seinem Twitter-Account bezeichnet er diesen Bereich, den die Hyperscaler hinterlassen, als Todeszone. Das heißt, das ist auch eine geschäftliche Todeszone, wo wirklich kein anderes Geschäft mehr entstehen kann, wenn man also einen Hersteller von kleinen Stativen schon nicht mehr als Konkurrenten zulässt, dann ist das ein extrem aggressives Verhalten. Zusätzlich die Datenschutzverletzungen der Hyperscaler, Cloud Act und so weiter, das hatten wir schon. Unten ist der Link zum Wall Street Journal über diese Geschichte. Also da haben wir tatsächlich ein größeres Problem, ohne dass wir jetzt irgendwie auch nur ethisch argumentiert haben, von Freiheitsrechten ganz zu sprechen. Das ist auf dem Kongress ja Gott sei Dank schon öfter angesprochen worden. Ja, nächste Folie, Intellectual Property. Es sieht also so aus, als ob Intellectual Property generell kein gutes Konzept wäre. Das wissen wir eigentlich schon länger, aber das sieht auch so aus, als ob das nicht gut für die Wirtschaft ist. Wir haben hier auch wieder eine Liste mit Beispielen. Kraftwerk gegen Moses Pelham, gegen ein paar Takten wird da seit Jahren ein Prozess geführt.
die Mickey Mouse Gesetze, die immer dafür sorgen, dass Mickey Mouse noch unter Copyright steht. Das hat den Fall der Zeitungen nicht aufgehalten. Diese ganze Geschichte um GEMA ist ein Riesenproblem. Das Open Invention Network versucht, sich dem Ganzen entgegenzusetzen, indem es Open Source für Patente indem es sich gegen Open Source Patente schützt. Es gibt tatsächlich auch eine Studie über Patentfencing in OMTS. Da wird also von Rudi Beckers und Joel West argumentiert, dass es die Kosten der Implementierung eines Standards auf mehrere Arten erhöht. Das heißt, es ist einfach nur in dem Sinne wirtschaftlich schädlich, weil der Standard dann teurer implementiert werden muss. Also dann Monopolisten schützen sich gegen den Zugriff. Patente bezeichnen die beiden übrigens auch als temporäre Monopole. Das ist jetzt immer die Frage, auf welcher Zeitskala sind diese Monopole halt noch gut, auf welcher Zeitskala sind sie schädlich. Es sieht tatsächlich so aus, bei der aktuellen Geschwindigkeit, mit der Software sich entwickelt wird und Datenmodelle kommen, dass das überhaupt auf keiner Zeitskala mehr eine gute Idee ist. Wir haben dasselbe Problem in der bei den Inhalten. Die AG DOC versucht wenigstens im Fernsehbereich dafür zu sorgen, dass da Creative Commons entstehen. Wenn ihr auf Hochschulen seid, ihr habt das Problem auch, wenn ihr nämlich irgendwelche Projekte macht und da Source Code bei rauskommt. Da fragt sich jetzt Dirk Riehle, das ist der einzige Professor für Open Source im Moment in Deutschland, soll man da überhaupt unterrichten, weil wem gehört hinterher der Code, der da rauskommt? Wir hatten heute einen sehr engagierten Talk über Patente im Pharmabereich. Patente töten, weil das ist einfach zu teuer für die Staaten, die sich das nicht leisten können. Also wenn in Afrika erst 2023 geimpft werden kann, dann ist das ein großes Problem in Afrika und auch für uns. Generell zusammengefasst haben wir das Problem, wem gehört eigentlich Code, wem gehört die Daten, und das Problem ist nicht gelöst. Also wenn wir Daten mischen, öffentliche und private Daten, wem gehört das Ganze? Das ist auch kein lösbares Problem, meiner Meinung nach. Nächste Folie sind die ökonomischen Argumente nochmal zusammengefasst. Es ist einfach eine ineffektive Methode der Steuerung. Also wenn wir länger verhandeln müssen, als es dauert, neue Businessmodelle zu erzeugen, dann läuft da irgendwas falsch. Es lähmt also die Ökonomie. Und was man so hört, das sind Quellen von Fraunhofer, mit denen ich gesprochen habe, die lassen sich also von Anwälten beraten, die sagen, Open Source schwächt unsere Patente. Das ist meiner Meinung nach völliger Unsinn. Ich bin aber kein Rechtsanwalt. Das heißt, was wir hier sehen, das gesamte Denken in diesen Formen von Intellectual Property ist überhaupt der falsche Ansatz, um Geschäfte zu machen. Also ich habe hier nur geschäftlich argumentiert. Ich habe hier also nicht irgendwie Freiheit, die vier Freiheiten der GPL oder sowas erwähnt. Das ist einfach nur businesstechnisch. Und da müssen wir halt mit umgehen. Nächste Folie, strategische Marktanalysen. Was wir sehen, ist hier mein PDF oder, wie ich manchmal sage, ein E-Papyrus der Bundesregierung, angefertigt von PricewaterhouseCoopers, die nochmal die Analysen der Abhängigkeiten machen im Regierungsbereich von einzelnen Softwareanbietern. Und herauskommt, völlig überraschend, dass es eine extreme Abhängigkeit von einzelnen Softwareanbietern gibt. Das haben wir 2001 schon so festgestellt. Damals haben die Abgeordneten aus dem Wahlkreis, in dem SUSE, also in Nürnberg ist, haben in den Bundestagssitzungen gesessen und die Bild-Zeitung gelesen, weil sie das überhaupt nicht interessiert hat. Oder vielleicht waren wir auch zu langweilig, aber jetzt haben wir das nochmal schwarz auf weiß. Die Bundesregierung oder die Bundesverwaltung, der ganze öffentliche Sektor ist extrem abhängig von einzelnen Softwareanbietern. Die Studie für Datenbanken ist in der Mache. Wie sieht das nochmal aus? Die holen sich die Berater. Was mich also wundert, ist, dass man dafür diese ganzen Sachen
dass man sich das nochmal so erklären lässt. Ich habe hier nochmal eine Liste gemacht über die Sachen, weil die Bundesregierung hat im Moment extrem viele Berater. Wird gesagt, kann ich nicht so nachvollziehen. Bei 20.000 Beamten, die im Regierungsbereich in der Gesetzgebung involviert sind, 1.000 bis 2.000 Berater für 400 Millionen ist nicht viel. Natürlich, wenn die so Sachen rausfinden, wir sind abhängig von Windows- und Office-Lizenzen, hätte man vielleicht andere Berater zu anderen Ergebnissen, wertvolleren Ergebnissen kommen lassen. Also im Grunde ist das nicht so mein Ding, dass ich jetzt sage, die haben zu wenig externe, die haben zu viele externe Berater, aber das sind natürlich auch Summen, die nicht gerade klein sind. Da würde ich auch wirklich relevante Ergebnisse für haben wollen und nicht nur PDFs, die mir offensichtliche Dinge bestätigen. Ja, nächste Folie. Das hier ist Peter Gampen von Univention, also auch eine alte deutsche Linux-Größe. Der hat also jetzt auch die Initiative ergriffen und er hat den Begriff der digitalen Souveränität meiner Meinung nach am besten erklärt. Wir haben also hier gesehen, wir haben die Souveränität verloren. Wir müssen erstmal die Souveränität wieder bekommen über das, was wir da tun. Und seine Definition ist meiner Meinung nach die beste, weil es auch die kürzeste ist, in der alles drin ist. Der Kern ist die Fähigkeit, als Einzelperson, Organisation oder Staat darüber bestimmen zu können, von wem und in welcher Art die durch die betreffende Entität selbst generierten oder gespeicherten Daten genutzt werden können. Das heißt, ich muss selber bestimmen können, will ich meine Daten in die Cloud geben, sind das private Daten, die will ich nur in bestimmten Bereichen verarbeitet sehen. Und ich muss das auch als Einzelperson sagen können und natürlich auch als Regierung, als Behörde, als Firma. Das ist also das gesamte Konzept dahinter. Und wir sehen da halt den Kernbegriff. Er formuliert nochmal vier Prinzipien. Eben diese Datenspeicherung, das ist das erste Prinzip. Dann muss der Staat auf offene Standards und Open-Source-Software setzen. Die Systeme, die miteinander verbunden werden können im Sinne des Internets, müssen bevorzugt werden. Und wir müssen mehr und eigentlich viel mehr in Bildung und Ausbildung tun, damit das Ganze untersucht werden kann. Unten ist der Link zu dem Heise-Artikel, wo er das nochmal genauer ausführt. Gut, jetzt haben wir also diese vier Prinzipien. Und jetzt kommt Gaia-X. Wir haben gesehen, Daten und Souveränität sind ein großes Thema und die vernetzte Dateninfrastruktur ist jetzt also in diesem Projekt Gaia-X groß durch die Medien getrieben worden. Das hier ist Bundesminister Altmaier, der also dahinter steckt und das wurde auf dem Digitalgipfel angestoßen. Wir werden gleich noch sehen, welche Leute technisch da im Hintergrund sind. Digitalgipfel 2019, das ist das Bild, was wir da haben, ohne den Minister, weil er hat, ist leider dabei von der Treppe gefallen, hat sich also, war kurzzeitig glaube ich so bewusstlos, ist da also nicht wirklich aufgetreten, aber das sind die anderen Teilnehmer des Digitalgipfels, die sich da auf der Ebene bewegen, ja. Und der Digitalgipfel fand in Dortmund statt und ich kann mir leider nicht verkneifen, auf der nächsten Folie zu sagen, ja, Dortmund, 70 Kilometer südöstlich, ist Schmallenberg und da ist das Schnellste, was man an Internet kriegen kann, die haben das tatsächlich etwas humoristisch aufgezogen, ist DVDs, die mit Pferden transportiert werden können. Das ist mehr Bandbreite, als er das lokale Internet hat. Wer also denkt, die Infrastruktur ist nur im Osten schlecht, der irrt sich. Im Osten haben sie zwar in MacPom durch die Einstellung von ISDN praktisch Gegenden vom Telefon abgeschnitten, aber auch im Westen ist das nicht unbedingt Gold. Und Schmallenberg ist eine durchaus, ist ja nicht die große Industrie in der Region, aber es ist durchaus auch industriell nicht unerschlossen. Das ist also das, was der Stand ist. Also versucht immer Anspruch und Wirklichkeit miteinander zu vergleichen.
So, Gaia X, bevor das ein deutscher Alleingang werden konnte, hat man sich natürlich entschlossen, die Europäer mit einzubinden. Das war auch sehr erfolgreich. Also die Franzosen waren zuerst dabei. Das ist eine Konferenz, wo der französische Finanz- und Wirtschaftsminister dann dabei waren. Es ist also ein gemeinsamer Pitch gewesen. Die gesamte Initiative ist europäisch. Es ist also keine rein deutsche Initiative mehr. Und jetzt müssen wir uns genauer angucken, was dahinter steckt. Nächste Folie. Gaia-X wird eine AISBL. Was ist denn eine AISBL? Nun, das ist hier nicht völlig unbekannt, aber erstmal ungewohnt. Das ist belgisches Gesetz. Brüssel, Belgien. Das ist eine L'Association Internationale Sans But Lucratif, also eine Non-Profit-Organisation, also eine nicht profitable Organisation, so ungefähr wie eine Genossenschaft. Das heißt, jeder, wenn die Satzung so kommt, wie ich das erwarte, jedes Mitglied dieser Gesellschaft hat dasselbe Stimmrecht. Es gibt 22 Gründungsmitglieder, die sind hier nochmal genannt. Disclaimer, ich habe, glaube ich, für ein Drittel von denen mal irgendwann irgendwo Projekte gemacht, aber nicht in diesem Zusammenhang. Es gibt auch 300 Day-One-Members. Die Struktur ist so, dass in den Entscheidungsgremien nur Europäer sitzen können, aber im Grunde kann jede Firma Mitglied werden, was dann auch zu den Medienberichten geführt hat. Jetzt kommt Google, jetzt kommt Amazon, jetzt kommt Microsoft mit Azure. Die sind alle da und hier kommt einer, nächste Folie, den wir da auf keinen Fall haben möchten, aus meiner Sicht, das ist Palantir. Die haben sich also auch schon in diese Richtung gegeben, die wollen jetzt auch bei Gaia X Day One Member mitwerden. Und wer das sich genauer anguckt, das ganze Unternehmen aus dem Wirtschaftsministerium wird mehr oder weniger gemanagt von Marco Alexander Breit. Er hat das auf Twitter nochmal klargestellt, dass das eine Day-One-Membership ist. Das heißt weder, dass sie drin sind, noch dass sie da großen Einfluss haben werden. Es zeigt aber, dass auch diese Firmen, Palantir, Google und die anderen amerikanischen Firmen, das durchaus ernst nehmen, was da mit Gaia-X passiert. Aber ist noch gar nicht so viel Code passiert. Nächster Schritt, was wir hier also sehen, ist klassische Industriepolitik. Das kann gut gehen, was ich in diesem Fall hoffe, aber es kann auch schlecht gehen. Wir sehen aber auch eine neue Generation von Leuten in Entscheidungspositionen, die Open Source aufgeschlossen sind. Das Ganze wird jünger, diverser und sehr aktiv. Wir sehen aber auch noch eine ganze Menge bürokratische Trägheit, das ist aber ganz normal in solchen Übergangsphasen. Wir sehen auch noch den ganzen digitalen Analphabetismus, der bei einigen Sachen ist. Wir haben halt zwei Dekaden verloren und wir müssen auch aufpassen, die großen Player haben nicht immer nur eine Agenda, die machen auch hinter den Kulissen noch andere Lobbypolitik. Darauf muss man sich halt einstellen im Ganzen. So, was ist Gaia X eigentlich technologisch? Wir sehen also diese ganzen Hochglanzfolien. Da kann man eigentlich nichts mit anfangen mit diesen Sachen. Wir sehen also hier Energie, Industrie, Mobilität, Finanzen und so weiter sollen dabei sein. Alles mit diesem wunderschönen Logo und in diesen Folien. Das ist schon auf der nächsten Ebene etwas deutlicher. Wir sehen also, wir haben einen föderierten Katalog unten links. Wir haben Identity und Trust. Wir haben Sovereign Data Exchange. Wir haben Compliance. Wir haben unten drunter ein Infrastruktur-Ökosystem, darüber diese sogenannten Data Spaces und dann diese Advanced Smart Services. Advanced Smart Services, das ist immer so, naja, das kann alles sein. Ne? Also etwas konkreter, aber noch nicht richtig konkret. Und richtig konkret wird es dann, wenn man guckt, das ist die Infrastruktur, die vom Sovereign Cloud Stack kommt. Da werde ich auf die Leute, die das gemacht haben, noch eingehen. Das ist eigentlich ein Open Stack, das sieht man unten. Und darüber ist ein Kubernetes, mit der Kubernetes-Infrastruktur. Das heißt, wir gehen auf die Container, in die Containerwelt. Die Basis ist Kubernetes, die Sachen mit dem S. Das ist halt das Pflichtprogramm, das ist also Kubernetes in der Mitte und natürlich OpenID Connect, Authentifizierung und diese ganzen Geschichten.
Dass da unten drunter ein OpenStack ist, ist jetzt ein Implementierungsdetail. Man muss es halt auf irgendwas implementieren. Im Grunde könnte man irgendwann den gesamten OpenStack-Layer auch weglassen. Man braucht Links, das ist noch die ganze Telemetrie, Monitoring und so weiter, das Aufsetzen. Das ist also ein kompletter OpenStack-Kubernetes-Stack mit allem, was man braucht. Oben drüber sehen wir, wie es verwendet wird. Da soll also Nextcloud, OpenCloud drauflaufen, vielleicht ein OpenShift, TensorFlow, alles Open-Source-Produkte. Und das sind tatsächlich nur Open-Source-Produkte. Also wer das sich noch nicht angeguckt hat, jetzt ist es spätestens Zeit, sich damit zu beschäftigen. Nächste Folie, das Ökosystem. Wir sehen also, wie jetzt die Provider untereinander föderativ sich auch austauschen sollen. Das sind also alles Folien aus dem Heise-Artikel, die sind aber auch sonst noch gemacht worden. Okay, ich sehe gerade noch 10 Minuten. Das heißt, hier sehen wir, wie wir von einem Cloud-Provider links, der mehr oder weniger öffentlich ist, zu einer Behörde mit einer AirGap-Installation rechts verschiedene Sicherheitszonen haben. Das muss alles gemanagt werden. Man kann sich das runterladen. Es gibt also so ein Hello World-Ding. Das sind die Leute, die das gemacht haben. Hier sind die Links. Nächste, was ich habe einfach drei Folien übersprungen. Was sonst gibt es noch von GaiaX? Die Links sind da, Achtung, da sind auch gleich Sicherheitsfehler. Also es fühlt sich an wie Linux 1991, also wirklich ein relativ aktuelles Open-Source-System, aber naja, ist auch nicht unkomplex. Was sonst ist noch passiert in diesem Jahr? Wir haben das alles mitbekommen von der Corona-App. Wir haben also jetzt einen Open-Source-Stack gehabt von der ganzen Geschichte. Wichtig ist die Wahrnehmung auch des Chaos Computer Clubs und der Gesellschaft, das steht unten rechts. Wir haben tatsächlich bei der Corona-App den Wechsel von der Veto zur Gestaltungsmacht. Das heißt, wir können an der Stelle hoffen, dass wir auch mitreden können, wenn wir uns da einbringen. Im Innenministerium, die nächste Folie, sehen wir halt einen weiteren, der Digitalminister, das ist Markus Richter, der managt diese ganzen Sachen. Die haben mit Tech for Germany eine Organisation, GmbH gegründet, die das Ganze noch etwas agiler machen soll. Und das ist der Open Source Stack der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz. Da gibt es natürlich viele Kritik. Das ist ein Riesenprojekt. Ich habe das hier mal abgeschätzt. Wenn man das auf Microservices runterbricht, bekommt man diese Komplexität des Projekts, wobei wir da nicht nur technische Aufgaben sehen, sondern auch kulturelle Änderungen in Bezug auf Agilität. Das geht rein bis dazu, sind eigentlich unsere Prozesse noch richtig, auch die Security Audits, das, was das BSI da ist das alles noch richtig. Und wir bekommen neue Angriffsvektoren natürlich. Das haben wir auch diesen Monat gesehen. Die zentralen Dienste, die Build-Pipelines, die dafür notwendig sind, sind erstklassige Angriffsziele. Das sagt der Normenkontrollrat. Das ist die nächste Folie. Die größten Baustellen. Wir haben auch Probleme. Die schwarze Null hat dazu geführt, dass nicht genug Ressourcen da sind. Das ist halt ein relatives Projekt. Wir müssen uns das einfach vor Augen halten. Ein großes Glück. Hier Governmental Code Repo, da habe ich selber mitgemacht, ein Code, also ein Ort für öffentlichen Code. Das wäre also ein Git für die öffentliche Verwaltung, was im Wesentlichen legally compliant ist. Also es soll eine niedrigschwellige Möglichkeit erlauben, dass die Verwaltung Open Source Code hinzufügt, also rechtlich korrekt mit allem, was man braucht, als Startpunkt für eine CI/CD-Pipeline eventuell. Interessant ist auch noch das Zentrum für digitale Souveränität, was in der Planung ist. Das sieht auch sehr gut aus, weil da die richtigen Leute ihre Ideen eingebracht haben. Aber das kommt eben erst im nächsten Jahr. Disclaimer, ich habe da schon reingeguckt, ich darf da nicht alles erzählen, aber das, was in den öffentlichen Ankündigungen oder hinter den Paywalls ist, stimmt alles, und wenn das klappt, haben wir eine sehr große, eine starke Institution, die Open Source voranbringen wird.
Ich wollte noch was erzählen über die Prozessoren. Das gucke ich bitte selber an. Das ist, was fehlt noch? Ja, die Gematik hat angefangen zu liefern. Aber nur das E-Rezept und solche Sachen sind auf GitHub, das ist noch nicht wirklich vollständig. Da muss man auch noch drauf drängen, dass da noch mehr kommt. Was völlig fehlt, ist der Source Code der Bundesdruckerei. Wir hätten gerne mal den Code um den Personalausweis, dass man auch mal gucken kann, dass man den wirklich verwenden kann und nicht nur für die randständigen Anwendungen, sondern richtig. Ja, Schlussfolgerung, Open Source ist Big Business, wird von der Bundesregierung im Rahmen der digitalen Souveränität vorangetrieben. Es gibt eine neue Generation von Entscheidern. Wir sind mitten in der Übergangsphase. Einzelne Anstrengungen können große Auswirkungen haben, also es lohnt sich teilweise, sich zu engagieren. Es ist aber auch klar, die Auseinandersetzungen werden vom Source Code zu den Daten gehen. Großer Fortschritt, aber auch viel Baustellen. Und das Ganze ist unwichtig und ist nicht unwichtig und jetzt sehr hoch aufgehängt. So, das wär's. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin. Wir haben später angefangen, ob wir noch eine Diskussion führen können. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Informativen und sehr schönen Vortrag, wie ich finde. Es gab anscheinend auch sehr viel Lob im Chat, habe ich mir hier sagen lassen, habe ich gesehen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Fragen und ich gucke mal in die Regie, aber dadurch, dass das der letzte Talk ist heute, würde ich da jetzt schon noch ein paar Fragen machen. Da sehe ich Daumen nach oben, wunderbar. Dann fange ich einfach mal an und zwar erste Frage, ist es überhaupt sinnvoll, einen europäischen Hyperscaler zu bauen? Ist IT nicht eigentlich eine Commodity? Das soll ja kein Hyperscaler werden. Es soll nicht. Ich habe Mikrofon an. Hört ihr mich? Okay, also. Ja. Okay, ich höre nicht mehr. Okay, spannende Dinge passieren hier. Thomas, ich weiß nicht, was wir in unserem Setup geändert haben, aber im Big Blue Button höre ich dich aktuell nicht mehr. Ich bin aber nicht gemutet. Jetzt geht's wieder. Vielleicht war das auch ein Fehler mit meinem Laptop. Es tut mir leid. Okay. Aber vermutlich hast du die Frage beantwortet und vermutlich... Nein, habe ich noch nicht. Also es soll kein Hyperscaler werden. Es soll eine Möglichkeit werden, sich praktisch mit kleineren Clouds zusammenzuschließen. Die Hyperscaler selber kochen auch nur mit Wasser, wie wir gesehen haben. Wir haben mehrere, Störungen in der Cloud durch die Bank alle im Dezember. Die Clouds sind voll, das muss man auch sagen im Moment. Und aus Datenschutzgründen hier eigene Clouds zu machen, sich selber die Möglichkeit zu geben, eine Cloud aufzusetzen, wenn sie auch nur für kleinere Sachen ist, ist wichtig. Wir hätten auch nicht gedacht 1991, dass irgendjemand ein Unix-Betriebssystem schreiben kann, was dann irgendwann die Welt dominiert. Ich halte das für eine gute Idee. Wenn uns das nicht gelingt, dann werden wir eben in die Rosencloud gehen müssen, weil die Anwendungen werden teilweise große Datenmengen verarbeiten müssen. Okay, vielen Dank. Dann mache ich mal weiter mit der nächsten Frage. Es gab hier ziemlich viele Vorträge zu rechtem Zeug. Wie toll sind dann solche Begriffe wie digitale Souveränität, take back our control over, um für emanzipatorische, freie, in Klammern libre, Software einzutreten? Und der Begriff digitale Souveränität im Amerikanischen ist problematisch. Das entspricht in den USA, also das entspricht tatsächlich den Reichsbürgern. Der Begriff ist jetzt hier benutzt worden. Den muss man definieren. Der Einwand ist richtig. Aber tatsächlich ist Souveränität das, was da bezeichnet wird. Man muss das immer im Kontext sehen. Ja, im Grunde kann man natürlich sagen, der Club und die ganzen Open Source Organisationen machen das eigentlich schon seit 40 Jahren teilweise und haben das aber nicht so unter diesem Begriff geframed.
Also das ist ein, ja, der Einwand ist nicht unberechtigt, aber ich habe mit dem hier im Moment kein Problem, weil wir auch keine, weil wir den selber ausgestalten können, den Inhalt. Ne? Okay, vielen Dank. Nächste Frage, wenn schon mehr als 90% der Produkte Open Source sind, was muss getan werden, dass solche Projekte auch 100% freie Software werden? Oder ist das in unserem Wirtschaftssystem weder erstrebenswert noch möglich? Ja, das ist die Frage hätte ich fast gestellt, wenn sie nicht gekommen wäre. Wir müssen halt dafür sorgen, dass in dieser Ökonomie, wir sind immer noch in der Venture Capital Ökonomie, also wir kommen da auch so schnell nicht raus. Müssen wir halt dafür sorgen, dass die Firmengründung auch auf Open-Source-Basis beruht. Das heißt, dass die Venture-Kapitalisten es hinbekommen, dass sie auch Open-Source-Firmen fördern und nicht nur auf Intellectual Property setzen. Intellectual Property ist immer so ein Angstreflex, wie ich sage, ich traue mich nicht, meinen Source-Code zu veröffentlichen, weil ich dann die Kontrolle verliere. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe es genau einmal geschafft, eine geschlossene Firma teilweise dazu zu bringen, den Source-Code zu öffnen. Das war Octarine.net mit CubeScan. Da ist also noch immer ein Kubernetes-Scanner, Security-Scanner auf GitHub. Der ist auch unter der Apache-Lizenz, der bleibt auch für alle Zeiten Open Source. Die haben sich sehr gewundert, wie erfolgreich das war. Aber bevor die das umsetzen konnten, bevor die Diskussion geführt haben, dass sie ihren gesamten Source Code öffnen, sind die schon von VMware gekauft worden. Das fand ich sehr schade an der Stelle, aber im Grunde müssen wir im Prinzip in der Ökonomie dafür sorgen, dass die Investoren von Anfang an Open Source akzeptieren statt Intellectual Property. Okay, vielen Dank. Dann nächste Frage. Lohnt sich der Aufbau von Gaia X? Oh, das doppelt sich sogar. Ich mache mal weiter mit der noch nächsten Frage. Was macht eine Beteiligung von Palantir mit dem Image von Gaia X? Ja, wenn die großen amerikanischen Firmen da großen Einfluss gewinnen, kann ich auch im Prinzip gleich in die entsprechenden Clouds gehen, dann brauche ich das ganz geile X-Interface nicht. Wenn Palantir da am Rande mitspielen darf, können sie wahrscheinlich wirtschaftlich oder rechtlich nicht mal komplett ausschließen, dann muss ich halt sehen, dass ich in einen geile X-Cluster komme, wo Palantir nicht drin ist. Also im Grunde ist das jetzt ein Test des Genossenschaftsmodells. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich bin auch sehr gespannt. Wunderbar. Gibt es denn das Code-Repo schon? Wann und wo? Gilt das dann auch für nachgelagerte Behörden wie Forstbehörden, Wasserschutz etc.? Das Code-Repo gibt es noch nicht, weil es noch keine Betreiberschaft gibt. Ich hoffe, dass das Zentrum für digitale Souveränität, das ist im Innenministerium angesiedelt, das habe ich also gerade in der Eile übersprungen, dass das das übernehmen wird. Ich bin gespannt, wann das aktiv wird. Meiner Meinung nach müsste das Mitte 2021 loslegen. Es wird dann auch lernen, sehr schnell mit den Open Source Communities umzugehen und auch in den Open Source Communities auf der einen Seite Einfluss gewinnen müssen. Das geht nur mit Reputation, mit Meritokratie. Und auf der anderen Seite muss es natürlich dann auch strukturieren in die Behörden werden. Also das wird eine sehr spannende Geschichte an der Stelle. Ich hoffe, dass das auch ausstrahlt. Wenn das Zentrum für digitale Souveränität aktiv wird, denke ich mal, werden wir in jedem Land, in jeder Kommune irgendwie auf, wenn wir Ableger davon haben, die dann auch dafür sorgen, dass Open Source da eingesetzt wird oder wie es eingesetzt wird, dass es richtig eingesetzt wird. Kontakte mit den Communities und so weiter. Wenn wir nochmal zurückgehen auf die Seite, wo diese ganzen Leute genannt werden, die ganzen Organisationen, die da beigetragen haben, da ist also Dortmund zweimal, da ist München. München ist übrigens als Open Source Kommune nie gescheitert, das war immer nur das Medienframing, die sind noch auf Open Source aktiv, die haben nur nicht alles
den Desktop realisiert. Wenn das alles kommt, haben wir sehr viel an Open Source, was bis in die untere Wasserbehörde oder da passiert, also bis ins Forstamt. Ich kann mir vorstellen, dass das Forstamt Karten beisteuert und sowas. Also das, ich verspreche mir da sehr viel von. Wunderbar. Könnte Gaia X vielleicht KMU ermöglichen, ihre privaten Clouds mit anderen zu teilen für eine bessere Auslastung? Ja. KMU ist immer so eine Sache, ihr könnt euch angucken bei diesem Showcase, den Kurt Galow und seine Leute da gemacht haben. Da ist also ein minimales Setup dabei. Da müsste eigentlich eine mittlere oder auch kleinere, ein kleinerer Internetprovider müsste sich so eine Cloud aufsetzen und müsste dann in der Lage sein, relativ schnell am Markt damit aufzutreten und das lokal anzubieten. Also ich würde das ausdrücklich begrüßen. Ich würde, wenn ihr das Geld übrig habt, in diese Genossenschaft zu gehen, das sind glaube ich ein paar tausend Euro, ich habe es jetzt nicht im Kopf, würde ich auch sagen, geht da rein. Ihr habt da genau dieselbe Anzahl von Stimmen wie Google, nämlich am Endeffekt eine. Das klingt ja eigentlich ganz gut, gegen Google stimmen zu können. Braucht es nicht auch attraktive Fortbildungen für Admins, damit die sich trauen, was anderes als Windows und Word zu installieren? Oh ja, der ganze Bildungsbereich, Disclaimer, ich mache ja auch Trainings in dem Bereich. Wir sind da im Bereich Container und Kubernetes und Cloud sind wir 3 bis 4 Jahre hinterher. Das ist mein Geschäftsmodell, den Leuten das zu erklären. Und wir müssen halt aufholen. Wir müssen an verschiedenen Stellen aufholen. Wir müssen die Admins trainieren, dass das alles kein Teufelswerk ist. Die haben also noch einen System Engineers und die Admins haben große Zurückhaltung gegenüber diesem Ökosystem. Wir müssen aber auch die Security-Leute trainieren, dass sie mit den neuen Sicherheitsanforderungen jetzt zurechtkommen. Die sind einfach nicht damit aufgestellt. Wenn ich nicht hier eine agile Plattform habe, die im Prinzip mehrere Updates am Tag macht und darauf wird es hinauslaufen, dann kann ich nicht mit 2 Audits im Jahr und 10 Checklisten meine Sachen machen. Wir müssen auch die Entwickler dazu bringen, brauchbare Anwendungen zu machen. Nicht alles, was ich im Microservice-Umfeld sehe, ist gut. Das ist also noch eine ganze Reihe von Aufgaben. Aber im Grunde, jeder kann seine eigene Cloud jetzt aufsetzen. Ja, das sind nicht so die übermäßig großen Rechner, die man dafür braucht. Das klingt doch ganz gut. Wie wichtig ist denn die Beschaffung durch Behörden? Es gibt einen Forschungsrahmenvertrag, den fast alle Länder und Bundesbehörden nutzen für externe Dienstleister bei F&E-Vorhaben. Das ist doch eine gute Basis. Das müsste man in eine knappe Lizenzformulierung gießen. Ich bin kein Jurist, aber das Problem ist im Prinzip identifiziert. Wir müssen eine rechtssichere und einfache Möglichkeit schaffen, diese Open-Source-Dienstleistungen zu bestellen. Also rechtssicher heißt, wenn wir da reinschreiben, es muss alles Open-Source sein, möchte ich nicht, dass irgendjemand kommen kann und sagen, ja, damit schließt ihr ja uns aus. Im Grunde ist das nur eine Markthürde, dass ihr da Open-Source verlangt. Und im Grunde wollt ihr gar nicht die beste Lösung und wir klagen jetzt erstmal. Das kann sich über Jahre hinziehen. Wir müssen das rechtssicher machen und so niedrigschwellig wie möglich. Das ist tatsächlich die Idee dahinter. Wie wir das jetzt ausgestalten werden, ist der nächste Schritt. Ich bin da ziemlich optimistisch, aber es ist also bin eigentlich von der ich weiß nur, dass es ein rechtliches Problem ist, ich weiß aber nicht genau, wie ich löse. Ich habe schon gar nicht irgendeine Ahnung von Verwaltungsrecht an der Stelle oder Beschaffungsrecht. Okay, danke. Was hältst du davon, statt neue zentralisierte Services, zum Beispiel Codeforges, aufzubauen, stattdessen die föderierte Interoperabilität zwischen ihnen zu fördern? Das ist im Grunde der Gedanke dahinter. Wenn wir jetzt uns also diese Gaia X-Landschaft angucken, heißt es, wir tauschen ja die Daten auch aus über Entfernungen. Das heißt, wir brauchen auch die entsprechenden Leitungen dazwischen. Ich habe das mal abgeschätzt. Föderierte Services, wenn ich jetzt also als Beispiel mache, ich habe irgendwie die Daten
Um mal was Sensitives zu sagen, hier die Gesundheitsdaten, Röntgenbilder sind jetzt in diesem Rechenzentrum. Ich möchte die aber in einem anderen Rechenzentrum verarbeiten. Dann muss dazwischen alles definiert sein, dann muss die Security definiert sein, die Zugriffsmodelle müssen da sein. Und dann muss auch die Bandbreite da sein. Und da kann man einfach bei Google mal abgucken. Die haben ja YouTube gekauft und jetzt, ich habe auch so ein bisschen Einblick gehabt durch die Firma, in der ich CTO war, da haben wir Google Technologie uns angeguckt. Ich komme in die Gegend von 1 Terabit pro Sekunde Vernetzung, die ich da haben muss zwischen den einzelnen Knoten im Sinne von Rechenzentren innerhalb von Gaia X. Okay, vielen Dank. Wie können kommunale Unternehmen überzeugt werden, ihre Eigenentwicklung Open Source zu machen? Das ist tatsächlich in der Eile untergegangen. Das ist diese Folie mit dem Online-Zugangsgesetz. Das wird tatsächlich von dem Markus Richter, also einem der Digitalminister in Deutschland, also in dem Vortrag waren 4 versteckt, da wird das vorangetrieben, weil es gar nicht anders geht. Es muss dann aber auch betrieben werden. Das heißt, die Idee vom Online-Zugangsgesetz ist ja, dass im Prinzip eine Software in Deutschland ein Verfahren nur einmal geschrieben wird. Wenn es in Bayern geschrieben wird, dann muss es auch in Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern einsetzbar sein. Das geht nur mit Open Source. Da kommt auch der Widerstand her. Wir haben in den Kommunen ganz viele Dienstleister an der Stelle, die natürlich ihre Pfründe haben. Die müssen natürlich auch mal überzeugt werden. Die haben ihre Einflüsse, die gehen mit den richtigen Leuten essen. Das ist noch eine große Aufgabe, also diese Dienstleister zu überzeugen, das auch in diesem Rahmen abzugeben. Die Aufgabe möchte ich niemandem beneiden. Oh je, okay. Nehmen denn die großen Industrieunternehmen, Bosch, VW etc., Gaia X als Alternative zu Microsoft und Amazon ernst? Inzwischen ja. Also als Gaia X angekündigt war, war die erste Reaktion von Siemens, ja, wir gehen ja gerade in die Azure Cloud. Azure war es, glaube ich. Was sollen wir damit? Inzwischen nehmen sie es deutlich ernster, weil es wird auch die Grundlage sein für Ausschreibungen in der Zukunft, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, wenn ich datenschutzkonform Sachen abspeichern möchte, die nicht dann unter den Cloud Act fallen, dann muss ich das in einer dementsprechend konformen Cloud machen. Also die große Befürchtung war ja, wenn wir das hier sehen, dass wir irgendwie Fahrzeugdaten oder sowas in der Cloud speichern, kann man im Prinzip herausfinden, wo die Autos sich befinden. Die Autos geben ja permanent ihre Ortsinformationen inzwischen weiter. Das heißt, wenn ich wissen will, wer wo irgendein Fahrzeug und vielleicht auch der Fahrer des Fahrzeugs ist, dann muss ich mir Zugriff auf diese Cloud verschaffen. Und wenn ich das unter dem Cloud Act bekomme, ist das deutlich einfacher als so. Es ist nicht trivial, aber niemand kann mir zum Beispiel sagen, dass es nicht möglich ist, einen Dump eines Images einer virtuellen Maschine in einer Cloud zu machen und den dann auszuwerten. Und selbst wenn ich die Daten eigentlich streng verschlüssele und nur zum Verarbeiten in der Cloud auspacke, dann muss ich einmal wirklich in Memory, muss ich damit arbeiten, diese ganzen Sachen holomorphe Verschlüsselung, und wir haben es heute Morgen gesehen, diese entsprechenden privaten Bereiche in den Intel-Prozessoren, die funktionieren einfach nicht. Das ist einfach nicht da. Also das, ab einer gewissen Privacy muss ich dann in Gaia X sein. Ne? Wir müssen uns aber angucken, wir haben ja nicht einfach nur Gesundheitsdaten, wir haben auch in einzelnen Behörden noch sensiblere Dinge. Ja, im diplomatischen Dienst haben wir sensiblere Dinge, wir haben in den Polizeibehörden Sachen wie Zeugenschutzprogramme. Wenn das alles nicht wirklich privat und sicher ist, darf ich das nicht in eine amerikanische Cloud geben. Das könnte man jetzt in einer Gaia X Cloud, die streng abgeschirmt ist in einem bestimmten Bereich, könnte man das so verarbeiten. Aber das muss eben auch in den Policies erzwungen werden. Da darf dann eben auch kein Palantir in derselben Cloud sein.
Das klingt ja eigentlich schon mal ein bisschen hoffnungsvoll und als könnte sich da auch allein schon dadurch was bewegen. Ich habe mal noch eine letzte Frage und dann würde ich vorschlagen, dass wir diese ganze Diskussion rüber in den Discussion-Channel verlegen, weil das Technikteam mich mittlerweile etwas entnervt anguckt, weil wir schon sehr weit über der Zeit sind. Und zwar, wenn du dir wünschst, dass 100% der Software Open Source ist, wie soll das dann bei einem typischen Web-Startup funktionieren? Zum Beispiel sollte jetzt ein Lieferando wirklich ihren ganzen Code inklusive Front- und Backend Open Source machen? Das ist eine gute Frage. Die haben, also Lieferando, Zalando, Immobilienscout, die haben natürlich alle Geschäftsmodelle, die auch außerhalb des Source Codes sind. Die liefern auch alle Beiträge. Ich würde es mir wünschen, einfach damit man eventuell in den Plattformen und in den Algorithmen auch Diskriminierungen entdecken kann, auch in den Daten. Es wird ein langer Prozess sein. Das hat jetzt von dem, wir haben das im Bundestag vorgestellt, bis jetzt passiert endlich mal richtig was im großen Stil, hat das 20 Jahre gedauert. Ich kann mir das vorstellen, dass das auch an der Stelle nochmal so lange dauern wird. Also ich würde mir das bei Monopolisten oder bei marktbeherrschenden Firmen wünschen, dass das Gesetz wird, also die Schufa, den Google-Algorithmus und wer, ich weiß nicht, ist Lieferando marktbeherrschend, den Marktführer dazu zu bringen, wirklich alles Open Source zu machen. Aber dann hat er ja auch die Daten, die Algorithmen sind nicht so interessant wie die Daten. Das muss man auch sagen, da muss man die Daten mitnehmen, weil wir sind immer auf den Source Code fokussiert, aber wahrscheinlich sind die Lieferando-Daten noch viel interessanter. Super, dann erstmal vielen Dank für deine sehr ausführlichen Fragen, für deinen sehr ausführlichen Vortrag, für die ganzen Informationen. Wir haben jetzt hier zwei Vielen Fragen, Dank. die wir jetzt leider aber nicht geschafft haben. Die würde ich dann einfach über, also andere Leute würde ich euch mitgeben in die Discussion-Runde. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Und dann ist das Programm für uns heute hier vorbei. Wir machen morgen um 15 Uhr hier auf der Bühne weiter. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Und viel Spaß beim Diskutieren in der Discussion.